Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin Little Pain und ja, wir sind mal wieder eine Runde in WoT unterwegs. Diesmal gucken wir uns mal wieder meine Grinds an, die ich momentan verfolge. Und zwar sind das der T95 momentan auf dem Weg zum E3 und der 45 TP auf dem Weg zum 60 TP. Beide waren jetzt erst oben an der Spitze, beziehungsweise sind noch oben an der Spitze. Beim E3 bin ich leider nicht ganz fertig geworden. Ich momentan nicht so viel zocke und auch 60 TP sind wir momentan erst bei 45 TP, weil ich auch, wie gesagt, hier noch nicht so richtig viel gespielt habe. Ansonsten mag es dem einen oder anderen vielleicht schon auffallen, ist es eine andere Kameraposition, die wir jetzt jüngst haben. Ich habe eine neue Kamera und ja, das sieht jetzt so aus, anstatt wie vorher, dass die Kamera da drüben stand. Ansonsten die Grinds an und für sich beim 45 TP bzw. auf dem Weg zum 60 TP kann ich noch nicht so richtig viel sagen, weil wir hier erst beim 6er eingestiegen sind. Das ist der 40 TP, ist ein Medium auf Stufe 6 und der ist auf jeden Fall eher nicht so richtig geil. Hat eher Heavy Wipes als Medium Wipes und dazu keine Panzerung plus eine Kanone, die auch gar nicht so geil ist. Der 7er, ja, ist schon ein bisschen besser auf jeden Fall, aber wenn man ihn jetzt mit einem T29 und einem Tiger 1 oder auch einem Panther vergleichen möchte, nein, ist dieses Fahrzeug auch eher der auf Stufe 6. Ja, da würde ich ihn mehr sehen als auf Stufe 7 auf jeden Fall, weil auch hier die Panzerung nicht wirklich vorhanden ist. Alleine gestriges Beispiel mir so 1:1 passiert. Ein Fahrzeug gleicher Stufe als KV-13 in diesem Fall mit AP hat mir mal frontal durch den Turm geschossen. Der Einschlag war so ziemlich hier in dem Bereich neben der Kanonenblende und ja, war auf jeden Fall ziemlich überrascht in dem Moment. Ansonsten T95 an und für sich ein geiles Fahrzeug, aber ich weiß nicht so ganz, was sich die Leute von WG gedacht haben bei der Stockbewaffnung. Die ist nämlich alles andere als geil. Wenn wir uns hier mal kurz reingucken, beim T28, die Topbewaffnung ist schon eine 10er Kanone. Die hat folgende Penetrationswerte: 248 auf der normalen Munition und 297 auf der Premium-Variante und 60 auf der HE. Wenn wir beim T95 gucken, haben wir hier auf der Stockbewaffnung, was ja eigentlich die Top-Bewaffnung vom Vorgänger sein müsste, auf einmal 198 auf der normalen Munition und 245 auf der Premium-Variante. Das ist ziemlich scheiße. Wir sind 9er TD mit einer sehr, sehr schlechten 8er Kanone als Stock-Variante. Und ja, das ist auf jeden Fall gar nicht so cool. Deswegen werden wir uns auf jeden Fall erstmal diese Bewaffnung hier zulegen. Da habe ich nämlich letztens gar nicht drüber nachgedacht. So, dann haben wir nämlich die wenigstens schon mal am Start. Ansonsten gibt es jetzt auch schon ein Video, weil ich eigentlich die ganze Woche schon zu Hause bin. Aber ich bin auch schon die ganze Woche krank mit so einem bronchialen Infekt, Bronchitis, wie auch immer. Und habe deswegen noch keine Muße gehabt, jetzt ein neues Video aufzunehmen für euch. Machen wir mal so. That's why. Ansonsten werde ich beim nächsten Mal auch gucken, wenn ich Berufsschule habe, dass ich wieder Videos für euch, in Vorarbeit mache quasi und die dann von unterwegs aus versuche hochzuladen. Ansonsten, wenn ich am Husten und am Räuspern bin, wie gesagt, bin noch krank. So, ansonsten ziehen wir uns jetzt mal zwei kurze Runden beim T95 und beim 45 TP rein, jeweils eine quasi. Let's go!
T95, ihr habt es gerade gesehen, wird bei mir gefahren mit Ansetzer, Härtung und Turbo. Turbo ganz klar, weil das Ding einfach maximal langsam ist. Also wer auf entschleunigtes Gameplay steht, ist hier an richtiger Stelle. Ansetzer, klar, Reload und die Härtung, um im Nahkampf dann doch noch den ein oder anderen AP mehr zu haben. So. Ja, der Grind bis hierhin ist ganz erträglich. T28 hat besser performt, als ich dachte. Er hat auf jeden Fall seine Momente gehabt, da hat er ganz gut funktioniert. Hat auch als erstes in der Reihe sowas wie Panzerung, kann also auch im Nahkampf mal ganz gut austeilen. Hat, glaube ich, bei mir auch nachher irgendwie in den letzten 3, 4, 5 Runden, die ich hinterher noch gefahren bin, sein Meisterabzeichen bekommen. Und ich glaube sogar auch noch die erste Danmark. Was bei mir meistens ein Merkmal dafür ist, dass es ein ganz brauchbares Fahrzeug eigentlich ist. Oder ein Fahrzeug, was halt ziemlich underrated ist. So, Jagdpanzer E100. Ich habe schon eine Vermutung, wo der auftauchen wird. Deswegen stellen wir uns nicht in die typische Gasse hier rein, sondern rutschen mal eins weiter. Und ihr seht's, Max-Speed so um die 20 km/h mit Turbo. Mehr ist nicht drin. Okay. Wild. Hier 100, 103 kommt da. Ach, du Scheiße. Da, die Schweine. Ich habe mal kurz den Jagd-I gefunden. An der Stelle nicht mehr gerechnet. Oh, schade. Ansonsten sind momentan auch noch wilde Events, wo es wieder Panzer zum Erspielen gibt. Also kann ich euch bloß raten, mal wieder in BOT reinzugucken, wenn ihr momentan ein bisschen inaktiver seid. Da hinten hat anscheinend Bock. Ihr seht schon, Chief TNP der Stufe 9 ist auch ein Fahrzeug, was es noch nicht so lange in WoT gibt. Ist natürlich ein britisches Fahrzeug, ein britischer Heavy der Stufe 9. Premium-Fahrzeug, ähnlich wie der Spritzwagen K mit einem besseren Turm, würde ich jetzt mal roundabout sagen. Bisschen bessere Kanone, aber die Kanone ist Welt nicht die beste im Spiel. Okay, nice, dass der mich von klippen darf. Auch wild, dass dann Skoda drin steht, keiner ihm Beachtung schenkt. Ich wie den Jagdweh, der hier rumeiert. Der Skoda darf. Alles klar. Interessant. Also wild, dass ich ihn nicht gespottet habe. Den genauso wenig. Okay, cool. Ist ja jetzt keine Distanz gewesen. Aber gut. Verstanden.
da auf einmal hier stehen. Ah, ups, du stehst ein bisschen im Bild, Vanessa. Ja, das war unnötig. Ja, das ja. Ja, wir haben einen Schuss gebaitet. Der rennt auf jeden Fall her. Aha, ich merke schon, alle rennen immer vom Jagdi weg. Kaum ist er hier, verziehen sich alle von hier drüben und kaum war er da drüben, haben sich alle von da verpisst. Ist klar. Ja, das sieht zunehmend schlechter aus auf jeden Fall hier. Scharfer Tour könnte jetzt zum Beispiel mal einen wilden Angriff starten. Jetzt hätte ich wieder von hinten geschossen. Das ist doch alles gut hier. Also bei aller Liebe, was machen die Jungs da vorne? Naja, gute Runde bis hierher. Nicht. Junge, aber auch immer, wenn ich aus der Visierung rausgehe, dann fährt er dann lang. Das ist natürlich auch wieder der gute Klassiker. Ja. Ich hätte mich einfach in meine Gasse reinstellen sollen, wo ich hin wollte am Anfang. Und gut wäre es gewesen. Aber ja. Da brauche ich jetzt einfach nichts zu sagen, glaube ich. Die Kanone auf jeden Fall auch nicht die beste. Und Map Control war in der Runde halt einfach mal gar nicht vorhanden. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Fremdwort. Gerade immer, wenn so Events sind. So, dann gucken wir mal, was der spannende Siebener kann. Bin auf jeden Fall sehr froh, wenn ich los bin. Muss ich echt sagen, der ist, ja, sehr interessant. Siebener, Achter und Sechser ohne Arti auf Overlord, okay. Alright, wo fahren wir denn mit unserem Guffelpanzer hin? Ich würde natürlich gerne in die Mitte fahren, aber so richtig Gun Depression haben wir nicht. Und so richtig Turmpanzerung auch nicht. Ich vermute mal, viele von den Sechsern werden runterfahren. Und das sind eigentlich meine prädestinierten Ziele. Weil ich mir rechts mit dem Fahrzeug hier nicht so richtig aus. Penetrationswerte liegen eigentlich im recht akzeptablen Bereich. 192 auf der AP müssten es gewesen sein und 225 auf der Premium-Variante. Okay, fährt ziemlich viel hier oben hin, dann fahren wir wirklich mal runter. Ja, sind auf jeden Fall verschwindende Punkte weniger als die Stockbewaffnung beim T95. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sich die Leute da gedacht haben, aber ja, ist so. Die HM oben in der Mitte, wild. Erster Sechser ist dann schon mal draußen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob 50 TP mir hier entgegengekrochen kommt, wenn ja, dann große Mahlzeit. Auch wieder gut, dass ich so viel Unterstützung habe, die mir alle den Rücken decken. Von ganz, ganz weit hinten.
Eine T150, eine Su-100Y, jawoll. Wunderbar. Macht's. Zwei Pixel breit. Macht's. So, der Kollege hat gerade geschossen. Gehen. Ach Mensch, ach der Heavy haben wir ja auch. Okay, der geht nicht raus. Warum nicht? So, bitte. Okay, da hinten steht eine Su. Ihr seht schon, Zielkreis recht groß, also ein Aim braucht er auf jeden Fall ein bisschen. Aber so 6er Heavys sind auf jeden Fall kein Problem, wenn wir sie denn treffen. Dafür haben wir ihn panzerungstechnisch auch nicht so richtig viel entgegenzusetzen. Ist gerade gestorben neben mir. Interessant. Okay. Recht unpräzise, relativ lange Nachladezeit. Kanone ist halt auch nicht die beste. Richtig gesagt. Jetzt will, dass ich den Tiger nicht spotte. Der steht eigentlich genau immer noch da rum, aber okay. Mr. T44 ist da hinten unterwegs. Ja, den müsste ich eigentlich... Perfekt. Ja, ist ja gut, mein Gott. Eigentlich müsste ich ihn pendeln durch den Turm, aber auch nicht. So, 4 HP haben wir nicht mehr. Ja, ja, cool, wenn so ein Tiger 1 mir mal helfen würde. Er wartet eigentlich lettet nur darauf, dass wir hier vorne sterben. Ganz großartig. Auch wieder ganz wilde Pentreffer, ne? Der am Turm frontal einfach durch. Und die hier sind auch sehr interessant. Genau am Knick da, wo die Panzerung eigentlich recht dick sein sollte, an der Oberplatte. Also den einzigen, den ich nachvollziehen könnte, wäre der von der Su gewesen. Aber ansonsten, die sind schon wieder echt ziemlich lächerlich. Schade. Damit habe ich jetzt gerade nicht wirklich gerechnet, dass er einfach überall rankommt. Aber der, hey! Der wird gerade vom Tiger auseinandergelötet mit HE, also... gibt jetzt Unterstützung durch den Herrn. Also, versteht mich nicht falsch, ne? Es kann ja prinzipiell jeder spielen, wie er möchte. Es gibt halt gute und schlechte Spielweisen, aber wie zum Kuckuck hat er geschafft, ein Meisterabzeichen auf seinem Tiger 1 zu holen. Der hier mit HE durch die Linie schießt. Er ist gerade auch mit HE auf den Tiger 1-3-1 geschossen und hat ihm keinen Schaden gemacht. Ja, gut. Wie ihr gesehen habt, der 7er funktioniert gegen 6er ganz gut. Die Panzerung eher weniger. Kanone, wenn sie Bock hat, trifft. Ist aber auf jeden Fall, ja, eher so Marke, steckst sie dem Gegner lieber gleich quasi aus 2 Metern Entfernung ins Gesicht, dann trifft sie. Ansonsten eher nicht. Und der T95 Stock mit der ersten Kanone, kann ich euch auf jeden Fall bloß sagen, habe ich mir mal eine Runde reingezogen. Ist echt unterirdisch, kann ich euch bloß vom abraten.
nehmt dann lieber gleich die zweite mit. Und auch die ist jetzt nicht der Oberknöller, aber ihr könnt wenigstens so einen 10er mal durch die Unterwanne schießen. Mit der Stockgun scheitert ihr schon bei so manchen 9er. Gut, dann soll es das gewesen sein. Kurzes Update zu der Sache, wie es bei mir momentan in WoT aussieht. Alright, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Checkt gerne meine Infobox aus. Da gibt es auf jeden Fall den ein oder anderen nützlichen Link, wenn ihr mir auf irgendwelchen anderen Plattformen folgen möchtet. Und eventuell auch den ein oder anderen Link, wo ihr Merch und Co. abholen könnt. Alright, dann, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da und schaltet auf jeden Fall gerne beim nächsten Video wieder ein. Alright, dann haut rein, bleibt gesund und munter. Ciao, ciao.